Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stronghold in High Definition, wo wir heute weitermachen mit Mission Nummer 16 der Militärkampagne, nachdem wir in der letzten Folge die Feste des Schweins so ziemlich mit dem letzten Mann noch erobert haben und einen sehr knappen, aber eben doch einen Sieg davon getragen haben. Ziehen wir uns nun zurück, denn ja, so sagt es der Name der Mission, der Rückzug. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet und würde vorschlagen, wir legen einfach direkt los und starten die Mission der Rückzug. Auf geht's! Vierter Akt. Für König und Vaterland. Ihr habt noch keinen Tag im Lager verbracht, als sich ein mit einer Kapuze bekleideter Fremder eurer Gruppe nähert. So treffen wir uns wieder. Die Brüder und ich haben lange dafür gebetet, dass ihr hier sicher ankommt. Wir sind erfreut zu sehen, dass ihr das Wissen, das wir euch anvertrauten, wohl eingesetzt habt. Aber jetzt müssen wir euch bitten, uns auch einen Gefallen zu tun. Herzog Trüff hat versucht, das geheime Wissen, das sich in unserer Bibliothek verbirgt, an sich zu bringen. Doch zu unserem Glück unterlief seinen Männern ein Fehler und sie belagern den falschen Ort. Während wir hier sprechen, sammeln meine Brüder das Material, das wir benötigen, um unser altes Kloster wieder aufzubauen, in welchem wir unsere Bücher versteckt halten. Wir können den Angriffen jedoch nicht länger standhalten. Wir können nur noch hoffen, dass ihr unsere Pläne für den Feuerfluss ebenso nützlich findet wie unsere anderen Entwürfe. Mission 16. Der Rückzug. Das ist doch eine Zeitverschwendung. Herzog Trüff, findet und tötet sie. Ich habe mich um Wichtigeres zu kümmern. Ich liebe eine gute Jagd. Ich werde sie aufspüren, niederrennen und ihnen einen netten, qualvollen Tod bereiten. Haltet den Angriffen des Schweins so lange entgegen, wie die Mönche brauchen, um die benötigten Steine zu sammeln. Zieht euch dann zurück. Die Sümpfe sind hier euer größter Vorteil. Sie bilden eine natürliche Verteidigung und dienen als Wasserquelle. Die Mönche haben euch von ihrem Feuerfluss erzählt. Nutzt also die Wassergräben zu eurem Vorteil. Dieser Landstrich eignet sich auch vorzüglich für den Anbau von Äpfeln. Okay, wir sollen 300 Steine beschaffen, damit die Mönche ja ihr Kloster wieder aufbauen können, während das Schwein uns angreift. Mit dem Schwein hatten wir in letzter Zeit oft zu tun und wissen, dass der nicht gerade geizt mit Truppen. Also da wird wahrscheinlich einiges auf uns zukommen. Allerdings haben wir anscheinend Pechgruben, wie ich da sehe. Können auch Wassergräben einsetzen. Und Feuerfluss müsste ja sein, dass wir die Pechgraben anzünden können. Von den Mönchen, die haben uns ja bereits mit den Armbrüsten beliefert. Also die liefern immer sehr, sehr kriegerische Mittel, was eigentlich ein wenig merkwürdig ist, weil sie eigentlich friedfertige Mönche sind. Aber gut, wir werden diesen Feuerfluss natürlich einsetzen. Zudem können wir ja auch ordentlich Äpfel bauen. 300 Steine müssen wir uns holen, das ist schon eine Menge. Aber ich glaube, wenn wir eine gute Verteidigung aufbauen, dann kriegen wir das einigermaßen hin. Ich würde vorschlagen, wir legen direkt los. So. Da haben wir die ganzen Mönche, da ist der Kornspeicher, einen Obstgarten haben wir schon, eine Käserei, Holzfällerhütten, zwei Jägerstände, da sehe ich schon einige Pechgruben. Aha, und hier unten ist das Steinvorkommen. Dann würde ich gleich mal vorschlagen, dass wir da zwei Steinbrüche hinsetzen, mit zwei Ochsenjochen. Und dann sollten wir höchstwahrscheinlich auch noch ein paar Holzfäller kredenzen. So, 5 an der Zahl. Und ich sehe, wir haben 600 Gold, das heißt einen Marktplatz auch, um uns für die Anfangszeit zu versorgen. So, und ich denke, eine Hopfenfarm habe ich da jetzt hingesetzt. Das wollte ich gar nicht. Na egal, ich wollte eigentlich ein Obstdönekens machen. So, 59 Holz. Also einen Obstgarten. Wenn da nicht dauernd Leute vorbeigehen würden. So, und dann gucken wir uns gleich mal die Verteidigung an.
Leute. Ihr geht hier doch alle durch. Das kann doch nicht wahr sein. So, das Gehöft gefällt mir da auch überhaupt nicht. Da steht er einfach ungünstig. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja, ja, komm. So, hier noch eine Getreidefarm hin. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ist ja gut. So. Zwei Gehöfte und dann 30 Steine haben wir. Sollten wir auch direkt mal... Ja, hier haben wir sie doch, Unterkünfte bauen. Ich denke, die machen sich hier ganz gut. Und eine Waffenkammer. Ja, setzen wir mal hier hin. Sollten vielleicht auch schon gleich mal mit einem wenig mehr Holz, ein wenig Waffenindustrie bauen. Eine Pfeilmacherei können wir nochmal machen. Eine Botschaft des Schweins. Wie wollt ihr sterben? Falls euch nichts einfällt, ich hab viele Ideen. Okay, und das Schwein kommt uns bald holen anscheinend. Die Eisenmine muss auf Eisenerz gebaut werden. So, jetzt sollten wir uns ranhalten. Es werden Waffen benötigt, Sire. Okay, wir brauchen noch Rekruten. So, aber hier haben wir anscheinend diese Pechgräben. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, mein Freund. Mit Gott. Zieht euch da mal ein wenig zusammen. Okay. Ich hoffe, da arbeiten gleich auch Leute drin. Dann die Truppen des Schweins greifen an. Wird das schon mal ein bisschen besser? Ach du Scheiße. Okay. Es werden Waffen benötigt, Sire. Besser gesagt nicht okay. Ach du Scheiße. Eure Befehle? Okay, ihr könnt das aber anzünden. Das ist gut. Das ist sehr gut. Los, ihr werdet ja wohl ein paar Waffen produzieren können hier. Keine Veränderung in der Schatzkammer, das Volk huldigt euch. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Können schon mal ein wenig Steuern erheben. Bin zur Stelle. Feuer gefällig. Wie kann ich helfen? So, hier dicht machen. Der Herr, Wege des Herrn sind unergründlich. Eieiei, das ging jetzt relativ schnell. Ja. So. Anzünden. Nein. Leute. Okay, die Mönche haben das ganz gut abgehalten. So, die Pikiniere müssen da jetzt auch durch. So, killt sie. Die schwarzen Mönche sind bereit. Okay, ich sehe schon, wir werden eine kranke Verteidigung brauchen. Mit krank meine ich wahrscheinlich auch krank. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Du produzierst mal Armbrüste. So. Eine Hopfenfarm haben wir ja schon. Eine Getreidefarm. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So. Dann auch gleich schon mal eine Mühle. Die Mühle kann mal hier hin. Und dann, hier mal. Ja, mein Freund. Zwei, drei Bäckereien hin. So, zack. Dann sollten wir mit dem Essen ganz gut versorgt sein. Unsere Vorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Unsere Goldvorräte wachsen stetig. Dann das Gold mal ein bisschen hochpushen. Okay, und jetzt. Ja, gleich sollten wir uns. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eine Schmiede holen. Eine Schmiede ist auf jeden Fall wichtig. So, hier wird schon ordentlich gefördert. Wir benötigen Gold. Na los, Steuereinnahmen, beeilt euch. Steuern, ich habe doch Steuern erhoben. Danke. So, zack.
Und unten vielleicht nochmal ein, zwei Ochsenjoche, um das schneller abzutransportieren. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Okay. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ist ja gut. Oder gut ist es nicht, aber naja. Ihr wisst schon, so Käsereien würden sich durchaus nochmal anbieten. Wir benötigen Holz. Okay. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So, wo ist mein Armbrustschütze? Und Marsch! Da, und jetzt sollten wir auch hier langsam Pech graben. Da haben wir es doch. Burggraben ausheben. Hier würde ich sagen. Eine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Oder nicht? Na ja, gut, Pechgraben. Machen wir erstmal einen Pechgraben. Aber das Schwein wird ja gleich nochmal angreifen. Wir müssen ja gerüstet sein. Naja. Bin zur Stelle. Ach, es werden Rekruten benötigt, Sire. Okay. Mein Bogen ist euer. Immer noch fehlen Rekruten. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. So. Noch eine Gerberei würde sich gut machen. Okay, ich hoffe, wir kommen mit dem Essen nach. Okay. Die Truppen des Schweins greifen an. Jetzt haben wir wieder einige Schweine am Start. Wir benötigen Holz. Okay. Dann wollen wir den mal ordentlich einheizen. Ich glaube, wir müssen auch relativ früh mit der Pechproduktion beginnen. Wie kann ich helfen? Mein Herr? Der Herr ist allgegenwärtig. Eure Befehle? So. Die wollen darum gehen, oder was? Nun gut. Wir werden ihnen einen Kampf Gold bieten, fließt in die Schatzkammer, der sich gewaschen hat. Oder wollen sie doch dahin? Hm. Ja, Herr. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Das bringt uns hier alles Zeit. Ja. So, Feuer. Feuer. Lasst sie brennen, die kleinen Stricher. Zur Stelle. So. Wir stehen zu euch. Gott sei mit ihnen. Die Wege des Herrn sind unergründlich. So, Streitkolbenkämpfer auch drauf da. Wir haben keine Chance. Schön umlegen, die kleinen Stricher. Mein Bogen ist euer. Ei. Da sind jetzt aber ein bisschen viele durchgekommen. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Boah, krass. Vorwärts! Okay, wir werden unsere Verteidigung so schnell wie möglich aufrüsten müssen. Ja, Herr. Denn das können wir nicht mehr lange halten. Dieses Szenario. Das wird noch übel. Das wird vielleicht sogar noch böse enden. Okay. Zack, zack. Wir benötigen Holz. Okay, aber die Eisenminen sind schon mal da. Hier nochmal was mit Pech. Aber wie ist denn das mit dem Burggraben? Könnt ihr den ausheben? Ihr könnt auf uns zählen. Okay, die könnten den ausheben. Wirklich in den Graben? Das sollten wir auch tun. Den da auszuheben ist, denke ich mal, eine gute Sache. Es werden Waffen bin zur Stelle. So, aber irgendwie so richtig mein Herr? Fix geht die Waffenproduktion jetzt Rücken noch aus. Nicht. Da ist definitiv noch Spielraum nach oben. Aber wir müssen ja auch erstmal alles optimieren. Und trotzdem weiterhin immer weiter Waffen wir benötigen Gold ranholen.
Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So. Also langsam wird's doch. Wir sollten nochmal auf jeden Fall... Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Zwei Brauereien platzieren. Tja, und dann mal sehen, dass wir das Schwein wirklich auf Dauer abgewehrt bekommen. Es bleibt schwer.